Robert Schumanns einzige Oper Genoveva wurde gestern auf Schloss Osterstein aufgeführt. Die Besonderheit, sie war als Papiertheater zu sehen, eine Darstellungsform, die vor allem im 19. Jahrhundert sehr beliebt war. Zu Gast in der kleinen Hofstube des Schlosses war das Paperback-Papiertheater. Heutzutage wissen nur noch wenige Menschen, was ein Papiertheater ist. Selbst die Frau hinter den Kulissen, Christina Siegfried, hat dieses Metier erst relativ spät kennengelernt. Ich habe jahrelang als Dramaturgin für die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci gearbeitet. Und vor mehr als 10 Jahren haben wir dort ein Projekt rund um den Freischütz von Karl Maria von Weber gemacht. Und dort, bis dahin kannte ich das Papiertheater auch nicht, hat mich ein Kollege, der Grafiker war, darauf aufmerksam gemacht. Sag mal, du weißt doch aber, dass es in Berlin ein Papiertheater gibt, das die Fassung für Papiertheater vom Freischütz hat. Und ich habe gesagt, nö, mir das angeguckt, habe mir das einmal angeschaut, war ganz fasziniert, habe das zu den Festspielen damals eingeladen. Also wir haben das auf der großen Bühne gemacht und hatten dann noch diese zeitgenössischen quasi Adaptionen für die Heimbühne. Und ja, und irgendwie hat es mich da infiziert und seitdem habe ich mir halt ein erstes Theater gebaut, habe die ersten Stücke gemacht und das hält halt bis heute an. Kein Wunder, wenn man einmal diese kleine Welt des Papiertheaters erlebt hat, erliegt man ihrem Charme. Man kann in diesen kleinen Mikrokosmos regelrecht eintauchen und die Welt vergessen. Fast so wie vor dem Fernseher. Im 19. Jahrhundert ist das quasi so etwas wie der Fernseher, also letztlich ganz nah bei Ihnen, der Fernseher unserer Ururgroßeltern gewesen ist. Es gab ja nichts, womit man sozusagen Bilder reproduzieren kann, die man zum Beispiel auf der großen Bühne gesehen hat. Das wollte man natürlich im 19. Jahrhundert genauso. Und sozusagen billige, kolorierte Drucke waren damals aber erhältlich. Das heißt also, es gab Verlage, die haben diese Dinge schnell nachgedruckt. Zu Hause hat man das ausgeschnitten, aufgeklebt und dann hat man sich das Theater gebaut und hat die Stücke zusammengestellt und hat es dann gespielt. Und letztlich genau das Gleiche habe ich gemacht. Ich habe mir Reprints historischer Figurenbögen, das Proszenium ist auch eine Abbildung aus dem 19. Jahrhundert, besorgt und habe diese Dinge dann zum Stück zusammengestellt. Hinter den Kulissen haben Christina Siegfried und ihre Partnerin Nicole Meyer-Siegfried alle Hände voll zu tun. Sie müssen nicht nur die Figuren zu Schumanns Musik bewegen, sondern auch sprechen, wie im großen Theater. Wie ihr sagt, so wird's getan. Gut. Die Oper Genoveva als Papiertheater zu erschaffen, bedeutete eine lange Vorbereitungszeit. Also vielleicht jetzt hier konkret anhand der Genoveva, die wir ja hier fürs Schumannfest produziert haben, ist es so, dass weit über ein Jahr Herr Senowczyk mich angesprochen hat und gefragt hat, hätten Sie denn Lust? Und da habe ich mir dann erstmal ganz gründlich die Schumann-Oper natürlich angehört und habe gesagt, gut, wenn wir uns einigen können, dass das Stück 1 Stunde dauert. Und von da an sucht man sich sozusagen die passenden Bühnenbilder. Also es gibt ja eben diese Reprints, aber hier gerade bei diesem Stück war es so, dass es eigentlich keine Vorgabe in Bezug auf die Figurinen gibt. Das heißt also, die musste ich mir überall zusammensuchen aus zum Teil historischen Vorlagen, habe die da ein bisschen adaptiert, ein bisschen bearbeitet. Hier sind die Figuren alle eigenhändig koloriert und die Szenenbilder sind so ein bisschen eine Mischung aus diesen historischen Bögen. Also zum Beispiel dieser Schlosshof hier ist eine der klassischen historischen Vorlagen aus dem 19. Jahrhundert. Aber es gibt eben auch gerade das Schlussbild dieser Oper, was diese zeitgenössische Illustration adaptiert, die zur Uraufführung der Genoveva damals in Leipzig erschienen ist. Die jahrhundertealte Darstellungsform des Papiertheaters übt auf die Zuschauer aber auch heutzutage noch eine große Faszination aus. Statt 3D-Brille ist hier ein Opernglas hilfreich. Und schon kann man eintauchen in die wundervolle Welt der kleinen Papierfiguren.